Einen wunderschönen guten meine Lieben beim DSV. Mein Name ist Kap Hunter und ich heiße euch recht herzlich willkommen zurück zu My Time at Portia, wo es jetzt losgeht, dass wir diesen kleinen Hobbit da unten mal auf die Nase hauen. Gut. Dauert ja mal ein paar Sekunden. So, dann, was haben wir hier? Gesundheitspunkte. Das. 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 Gut, Angriff, Verteidigung ist jetzt hoch. Na komm, macht's nicht zu spannend. Wir haben noch zwei Runden vor uns. Mal gucken, ich glaube, das wird eine ordentliche Herausforderung, oder? Leute, 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 macht's nicht zu spannend. Jetzt. Ich hätte auch vielleicht vorher mal noch einen Tipp abgeben sollen. Ne? Die Inspektion der Handelsgüter ist vorbei. Bitte sieht und morgen die Post an. Okay. So, einmal zurück. Dann. Die macht ja nichts weiter. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Mag vielleicht übertrieben sein, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Weil umso einfacher haben wir es, so wie es aussieht. Na kommt. Oh, nicht so lange her. Wann geht's los? Wann geht's los? Na komm. Na komm. Na komm. Ich, jetzt ist es aber in der Länge. Ah ja. Wird ja auch mal Zeit. Bei den kann man sogar dranbleiben. Okay. Noch eins? Okay. Wenn sie meinen. Immer so lange. Nervig. Warum drei Runden? Aber da war scheint von der Angriffsstärke her nicht so stark zu sein wie Alu. Also ich denke mal, mit Alu hatten wir eigentlich das größere Brett von allen. Na los, Leute. Geht's doch nicht so künstlich in die Länge. Selbst eine Oma mit Rollator ist schneller. Schön in der Ecke prügeln, einfach drauf bleiben. So, Feierabend. Hey, gewonnen, juhu. Okay. Ja, ich hätte, ja. Manchmal ist man aber auch, ne, wie vom Kopf die Nachheit. Gut. Glückwunsch. Ja, und nun? Hello. Something must have gone wrong in one of the old ruins. Maybe a broken pipe or something. Ich muss irgendwas schief laufen, sonst gleich gebrochenes Rohr aus der Chemie. We need to solve it fast. Okay, dann. See you. Gut. Ja. Also, der letzte war ja wohl wirklich ein. Naja. Zum Forschungszentrum gehen. Halt, dafür brauchen wir, denke ich, mal wieder Disketten. Und vor allen Dingen brauchen wir dann den Tag dafür. Aber im Groben und Ganzen mal die Sachen. Sieht doch mal gut aus. Ein souveräner Sieg. Ah, die Post ist auch schon da. Teilnahmebelohnung. Okay, was haben wir bekommen?
Glückwunsch, du hast das Portia-Kampfkunstturnier gewonnen. Es ist unglaublich, dass dir in Portia niemand das Wasser reichen kann. Hier sind die Preise für die Champions. Rathaus von Portia. Kampfkünstlerabzeichen 40 Stück, erste Hilfekasten 10, Kugelfische ein Top 5 und Schatz des Meeres einmal. So, das ist. Ah, Angriff dauerhaft plus 1. Okay. 300 Gesundheitspunkte. Aida später. Gut, dann werden wir das jetzt mal essen. Schön. Damit ist der Angriff noch mal ein bisschen höher. Und jetzt müssen wir alles wegsortieren. Moment. Essen fertig. Und das Ganze hier erstmal wieder rein. Dann. Wo ist der Rest? Rest 2. Okay, wir müssen jetzt diese. Da. Und ja, ich habe immer noch die Kuh in der Kiste. So, dann gucken wir mal, ob wir uns was für diese Kampfkunstabzeichen irgendwas Sinnvolles holen können. Ich glaube es allerdings nicht. So, einmal schnell runter. Da müssen wir. Ja, ich weiß, ich hätte weitaus mehr. Also 25 für das, 40 für das. Oh, Verteidigung plus 80. Okay. Lotuslampe. Mhm. Ach, das sind dann diese Spezial-Events. Okay. Gut. Das ist dann japanischer Stil. Okay. Angriff plus 3, okay. Angriff plus 2. Ja, ich weiß nicht. Maximal Gesundheitspunkte plus 150. Okay. Ja, wir hätten natürlich mehr haben können, aber... Ja, Gesundheitspunkte plus 90, dann kommt das weg und das war so. Jetzt nennt mich Rambo. Oh Mann. Was ja überhaupt nicht. Na ja, gut, lass mal. Jetzt haben wir schon 800 Gesundheit. Wenn es weiter so geht. Haben wir bald die 1000 geknackt. Die Fertigung haben wir abgeschlossen. Jetzt können wir noch. Ah, da fehlt Glas. Haben wir hier. Fertigen. Was fehlt? Bronzerohr wieder. Na ja, gut. Alles wegsortieren, was wir gerade nicht brauchen. Super. Reste 2. Da kommen dann die Marken noch rein. Oh, ist halt so. Gut. Was haben wir noch für eine Quest offen? Mission. Es werde Licht. Ja, noch die eine Laterne und dann sind wir damit durch. Jeder andere dürfte dann schmückendes Beiwerk sein. Ah, da hinten sehe ich noch eine, die installiert werden muss. Da, genau da. Okay. Ach, da. So. Straßenlaternen sind aufgestellt. Und die Stadt erleuchtet und ein. Ja, aber ihr seht, hier kann man überall noch Lampen aufstellen. Hier ist der Aufzug. Okay, den müssen wir noch bauen. Licht 1. Hier ist noch eine Haltestelle. Hier oben ist noch eine Haltestelle.
Hier ist die Dekoration. Also wir haben noch eine Menge zu tun hier mittlerweile. Da weiß ich gar nicht, wo ich mich drum kümmern soll, alles. Der Aufzug, was brauchen wir dafür? Schauen wir mal. Das ist das. Brückenkopf, TÜV, Transporter, Grill, Wassertank, Ofen, Mixer, Batterie. Die Schneidemaschine haben wir jetzt. Aufzugsteuerung, kleiner Motor und Silikonchip. Okay. Und Eisenbahn, 6 Stück. Da fängt der Hamster an zu humpeln. Wir haben keine 6. Wir haben nur ein. Das heißt, ich muss jetzt mal den Ofen hier Eisenbahn fertigen. Maximum passt. Auftanken bestätigen. Das passt. Hier tanken wir auch gleich mal auf. Genau wie hier. Gut. Der Mixer macht mir jetzt 10 Ausdauer, Gesundheitspunkte 2 pro Sekunde, 25 Gesundheitspunkte Harz. Das brauchen wir später in größeren Mengen. Mehl brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dünger, Pigmente, Hundefutter. Okay. Was wir eigentlich jetzt noch bräuchten. Wäre Platz, weil ihr seht, es wird langsam verdammt eng hier drin. Und vor allen Dingen. Achso, Forschungszentrum, ja, seht ihr? Da war es wieder. Reste 2, genau, da packen wir das hin. Das, alles wegsortieren. Passt. Dann, wo haben wir. Artefakte 1 ist es nicht. Artefakte 2. Da. Sekundenschip haben wir sogar. Es fehlt wirklich nur an Eisen. Okay. Oh Mann, ey. Noch die Aufzugssteuerung fertig machen. Naja, gut. Ich lege mich heute mal so ins Bett. Auch die. Los, mein kleiner Rambo, steh auf. Okay. Sie haben Post. Forschungsergebnis. Industrieller Ofen. Okay. Schnittmesser. Energiestein. Hartungsfläschchen. Lieber Handwerker, gestern hast du bei der Inspektion Produkte auf Fehler hervorragende Arbeit geleistet. Genauso wie es ein Handwerker erster Klasse tun sollte. Wir danken dir dafür. Hier ist ein kleines Dankeschön für deine Zeit. Okay, halt. So. Was macht der Schnitzmesser? Oh, eine Crit. Okay. So. Dann sortieren wir erstmal alles weg. Ja. Nö. Erstmal rein da. Gut, das haben wir. Dann die Panda-Maus-Blage müssen wir jetzt gleich leeren. Hier haben wir. Eisenbahn. Wir brauchen für die Aufzugssteuerung 6er. Ein industrieller Ofen. Okay, der ist natürlich. Haben wir den nicht hier schon? Ach, das ist ein einfacher und das ist ein industrieller. Okay, der muss natürlich. What? Industriekern zweimal. Ach, du ahnst es nicht. Carbonstahl, Stahlplatten, Marmor, Marmordin. Jungs, da müssen wir aber noch ganz, und Mädels, da müssen wir aber noch ganz schön reinhalten. Gut. Nächstes wäre dann die Aufzugsteuerung, die müssen wir als nächstes machen. Vorher gehen wir. Moment, wer ist hier? Ah, Emily. Ach, die Dame geht perfekt einfach nicht. Hey. Ja, ich weiß. See you. Wir müssen endlich mal kochen lernen. Und das ist eines der Hauptprobleme.
dass wir nicht kochen können. Entweder liegt das an der Hauptquest, dass wir hier noch nicht weiter sind. Forschungszentrum dürfte auch noch nicht offen haben, oder? Wenn, dann sind sie eh jetzt gerade oben. Im Haus des Licht. Eieiei. Hey, Pinky. Genau. Genau. Habt ihr auch gerne. Dieses kleine süße Fake, ey. So, machen wir nochmal eine Ins. Oh, Alwan, was bist du? Nice work. This is your payment. Nette Arbeit, hier ist deine Bezahlung. Ah. Gut. Gut, gut. Dann schauen wir uns mal hier die Schränke an. Sehe ich schon den ersten Fehler. Dann sehe ich hier schon den zweiten Fehler. Oh, sind das Riesenbrühen. Und vor allem nicht so krumm und schief gefertigt. Da war es fast unmöglich, hier noch einen Fehler zu finden, aber gut. Ah. Ihr wart natürlich definitiv schneller. Das stimmt nicht und das stimmt nicht. Das stimmt nicht und... Das ist interessant. Das da. Gut, das war's. Super. Ah, wir müssen Higgins unbedingt noch irgendwie einholen. Das ist. Wann muss ich rauskriegen, was? Was ist denn hier alles? Panthermausplage müssen wir in Dings die TÜV-TÜV-Halter stellen. Die müssen wir auch noch machen. Zwei Stück. Gut, ich bereite mal alles für die TÜV-TÜV-Halter schnell davor. Wir haben ja hier Gott sei Dank noch nichts reingemacht in den Bauplan. Das heißt, der könnte uns das egal sein. Genau. Rückholen, bestätigen. Dann TÜV-TÜV-Halter stellen. Brauchen wir vier Bronzerohre, Holzdielen. Okay, das sollten wir eigentlich alles zusammenkriegen. Holzdielen, fertigen. Er hat den Tanker doch auf. Acht Stück, wir bräuchten Zähne. Haben wir hier noch irgendwo große Bäume? Da müssen wir wahrscheinlich dann in die Baumfarm. Gut. Jetzt gehen wir erstmal in die. Jetzt machen wir einen Schritt nach dem nächsten. Ansonsten kommen wir hier gar nicht mehr klar. Da oben ist noch eine Kiste. Dann müssen wir mal gucken. Kommen wir da ran irgendwie? Ja? So schlimm noch nicht. Über Tisch und Bank? Ah. So geht das halt so. Okay. Ja, nehme ich. Wenn ihr das so haben wollt, dann bekommt ihr das auch so. Okay. Dann machen wir hier nochmal schnell. Kannst du uns jetzt mit den Panthermäusen helfen? Something to stop a panbat infestation. I'm not sure. Director, do you know anything that might stop a panbat? Etwas, womit sich eine Panthermausplage aufhalten lässt? Ich weiß nicht. Frau Direktorin, kennen Sie etwas, das eine Panthermaus aufhalten könnte? Of course, my dear. Panbats are very sensitive to sound. If you make some sort of sound amplifier, you'll be able to scare those poor things away in no time. Aber natürlich, Panthermäuse sind sehr lärmempfindlich. Wenn du eine Art Tonverstärker baust, solltest du die armen Dinger im Nu verscheuchen können. All right, so a boombox. Let's see, I can think of two designs. A very straightforward design. It might be kind of noisy, but it will be easy to make. Alternatively, there is a more complicated design that will be able to play music. I don't know what the effect on the panbats will be. It's up to you. Ein Ghetto Blaster also?
Mal sehen, mir fallen zwei Entwürfe ein. Ein einfacher Entwurf, der Krach machen dürfte, aber auch leicht zu bauen wäre. Oder eine komplexere Variante, die Musik abspielen könnte. Ich weiß nicht, wie die Panthermeister reagieren werden. Die Entscheidung liegt bei dir. Ghettoblaser. Kennen die Jüngeren von euch vielleicht schon gar nicht mehr? Das war noch Zeiten. Ich bin beide. You're the type that wants everything, huh? For that, I think we'll need 8 data disks. Du bist die Art Person, die immer alles will, was? Ich glaube, dafür brauchen wir 8 Aktendisks. Ja, lieber haben als brauchen. Lieber beide Baupläne, als dass sie nochmal herlatschen muss. You have them. Great. It'll take a while to analyze all the data. I'll contact you when we have something. Du hast sie. Super. Es wird ein wenig dauern, alle Daten zu analysieren. Ich melde mich, wenn wir etwas haben. I can actually get some reading done under the streetlights now. Ich kann jetzt sogar unter den Straßenlaternen lesen. Hello? Hello. Hi. Did you discover something new? Hast du was Neues entdeckt? Gut, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich stelle mich mal kurz hier hoch. Sieht aus wie der Ofen, den ich gerade erforscht habe. Also, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei wärt. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.